Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Malkar. Da er aber nur in den Büchern existiert, ist alles, was wir heute besprechen, nicht offiziell, sondern Legends. Aber dazu dann mehr. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride interessierst, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zum Thema zu verpassen. Und wie ich im letzten Video schon angekündigt habe, wird sich My Pride um circa 1 bis 2 Wochen verschieben. Ich gebe euch aber noch genau Bescheid, sobald ich auch mehr weiß. Starten wir los ins heutige Video. Wer ist Malkar? Malkar ist ein Löwe mit hellem Fell und dunkelbrauner bis schwarzer Mähne. Er ist auch mehr oder weniger der Stiefbruder von Simba und lebt im Geweidenland und ganz kurz auch im Königsfelsen. Allerdings kam ich bei der Bedeutung seines Namens leider nicht weiter. Möglicherweise könnte Malkar aber König bedeuten. Wenn ihr dazu genaueres wisst, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wo kommt Malkar vor? So, nochmal kurz zur Erklärung. Kanon ist alles, was von Disney bestätigt ist und beispielsweise in einem Film vorkommt. Legends ist alles, was in inoffiziellen Büchern vorkommt, wie beispielsweise Malkar. Malkar stammt nämlich aus einem dänischen Comic, der 2003 veröffentlicht wurde. Dieser Comic wurde 2004 auch auf Deutsch veröffentlicht. Dort verläuft er sich im geweihten Land und trifft auf Hyänen. Diese kann er aber gekonnt und furchtlos austricksen und verjagen. Kurz darauf trifft er auf Mufasa, der ihn aufnimmt und zum Königsfelsen bringt. Dort freundet er sich ziemlich schnell mit Simbas Freunden an. So, jetzt nochmal für alle, die die Bücher nicht kennen. Im Buch gibt es wesentlich mehr Löwenjungen als nur Simba und Nala. Es gibt Tama, Toyo, Kumwai, Kula und noch ein paar mehr. Aber weiter im Text. Auch Nala findet ihn sehr toll. Simba allerdings findet das Ganze nicht so cool und möchte ihn unbedingt loswerden. Er lockt Mala daraufhin aus dem geweihten Land und wollte ihn dort zurücklassen. Als Malkar jedoch verzweifelt um Hilfe schreit, kann Simba nicht anders und hilft ihm wieder zurück. So werden sie letztendlich doch Freunde. Kurze Zeit später taucht Malkars Mutter auf, findet ihn und bringt ihn wieder zurück nach Hause. Allerdings bleiben er und Simba gute Freunde und besuchen sich regelmäßig. Eine echt schöne Geschichte, nicht wahr? Aber kommen wir nun zum letzten Part. Was denken die Fans über Malkar? Allerdings gibt es da leider nicht viel zu erzählen. Es gibt jedoch einige Comics, die davon erzählen, dass Malkar mit seiner Mutter dann am Königsfelsen lebt. Als Scar schließlich an die Macht kam und begann, alle männlichen Löwenjungen zu töten, sorgte Sarabi für ein Ablenkungsmanöver, dass die Kinder vom Königsfelsen flüchten können. Allerdings durchschaut Scar diesen Plan und schickt die Hyänen los, um die Kinder zu töten. Was schlussendlich dann auch gelingt. Laut dem König der Löwen-Fandom hat er überlebt und eine Partnerin namens Yalia und 2 Kinder namens Yano und Yuna. Aber was haltet ihr von Malkar? Hättet ihr ihn gerne im Film gesehen? Oder glaubt ihr, dass er wirklich existiert hat? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das recht kurze Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!